Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Es gibt jetzt wieder eine spanische POTM SPC, die ihr lösen könnt. Ich habe für euch das aktuell günstigste Angebot, also beziehungsweise Lösung. Ja, und ja, es handelt sich um den Spieler Toko Ekambi von Villarreal. Und schauen wir uns den mal kurz an. Schwacher Fuß, 4 Sterne, ist gut, 3 Sterne, wenn man nicht so der Skiller ist. Kommt man damit perfekt zu, ja, zurecht. Schauen wir uns mal kurz die Werte an. Tempo ist okay, Schießen auch. Ja, was man eigentlich sonst ja, ist für den Preis. Und der liegt gerade für die SPC bei 30.000 bis 35.000. Wird wahrscheinlich aber auch die nächsten Tage wieder günstiger. Deswegen, ich warte, ich habe ja aus meinem Fehler gelernt, ich mache sie nicht direkt zum Anfang, ich zeige euch aber eine Lösung oder vielleicht auch mehrere. Hier habe ich erstmal nur eine rausgesucht, denn wir brauchen hier einen Team of the Week Spieler, einen aus der La Liga und eine Teamgesamtbewertung von 83, eine Teamchemie von 75 und ja, das wäre das Team. Ich gehe einmal kurz durch. Das ist unser Team of the Week Spieler. Den solltet ihr quasi zuerst snipen. Wenn ihr den habt, dann würde ich das restliche Team mir zusammen schustern. Noch der letzte Spieler. Ja, so schnell geht's. Ja, ich hoffe, ihr könnt euch die Spieler günstig. Ja. Fertig machen und ihr habt dazu noch ja, bis zum Ende, naja, 27 Tage habt ihr noch Zeit dafür auf jeden Fall. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit der Karte. Berichtet mir gerne mal, wie ihr die SPC gelöst habt. Vielleicht gibt es ja eine günstigere Lösung. Sagt mir da gerne Bescheid in den Kommentaren. Reingehauen, wieder schauen. Peace!